erste Schritt. Papa, warte, was kannst du denn heute lernen? Du möchtest nach vorne springen, Alina. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil zum Schwimmstart. Heute geht es um die Flugphase. Papa, dein Bart ist zu lang. Hä? Besser? Ja, viel besser. Danke. Habt ihr mal ausprobiert, die Startposition auf den Blöcken? Und wie sah es dann im Flug aus? Ich hoffe, es sah nicht so aus. Ich werde dir heute zeigen, wie die nächsten Schritte dann in der Flugphase folgen. Bevor wir mit der Praxis anfangen, müssen wir leider ein bisschen Theorie durchführen. Aber nichts ist praktischer als eine gute Theorie. Ihr habt ein Sprungbein. Euer Sprungbein könnt ihr dadurch testen, dass ihr den Snowboarder-Test durchführt. Ihr nehmt einen Partner, der stellt sich hinter euch. Ihr wartet, bis er plötzlich euch schubst und ihr einen Schritt nach vorne macht. Das Bein, auf dem ihr landet, ist euer Sprungbein. Das andere Bein ist das Schwungbein. Das Sprungbein, kennt ihr von der Startposition, kommt auf dem Block nach vorne. Das Schwungbein stellt ihr hinten an die Fußstütze ran. Bevor du auf den Block gehst, empfehle ich dir folgende Übung. Such dir eine Bank oder eine Fensterbank in deinem Schwimmbad, stütz dich darauf ab, dein Sprungbein nach vorne, wir haben es eben getestet, dein Schwungbein steht hinten und jetzt probierst du dein Schwungbein so gestreckt nach oben zu nehmen, wie nur irgendwie möglich. Wenn das gut klappt und du am höchsten Punkt immer noch eine gute Streckung hast, kannst du probieren, dass aus deinem Sprungbein dein Nachführbein wird und es wird nach oben genommen. Schau mal hier. Das sieht ganz schön gut aus, gell? Und gut ist hier nicht gut genug. Nur sehr gut ist hier gut. Seid sehr pingelig mit euch. So, Schluss jetzt damit. Ab auf den Block und dann in die Startposition, die du schon kennst. Du wartest auf das Startsignal. Wenn das Startsignal erfolgt, nimmst du deine Arme gestreckt nach vorne. Ganz einfach, straight gestreckt nach vorne. Dann erst folgen mit minimaler Verzögerung deine Beine. Das Sprungbein drückt sich ab. Das Schwungbein drückt sich von der Fußrampe ab und du versuchst nach vorne zu springen. Bitte nicht nach oben springen wie ein Pferdchen über eine Hürde, sondern so schnell und so weit es geht nach vorne. Wenn du dann das Schwungbein nach oben reißt und du es richtig einsetzt, dann passiert ein Wunder. Vielleicht aber auch nur Physik. Das Schwungbein geht nach oben, dein ganzer Körper senkt sich dann zum Wasser hin und du bist in der Lage, möglichst viel Geschwindigkeit mit ins Wasser zu nehmen. Das ist ganz schön schwer und du musst sehr häufig genau deinen Schwungbeineinsatz üben. Wenn es am Anfang nicht klappt, wir Trainer lieben die Sportler, die nach dem Training nochmal extra Stunden dranhängen und einfach immer wieder probieren. Schwungbeineinsatz, Nachbeineinsatz, Streckung beim Eintauchen. Achtung, wenn du die möglichen Fehler sehen möchtest, abonniere den Kanal. In der nächsten Woche zeige ich dir das Video, was alles schief gehen kann. Gerade beim Eintauchen echt aufpassen. Sehr, sehr häufig sehe ich bei den Unterwasserkameras, dass die Hände auseinandergehen. Das nimmt unnötige Geschwindigkeit in deiner Eintauchphase weg. Pass bitte auf. Man macht die sogenannte Sandwich-Position. Und dann nicht nachlässig werden, dann kommt Bratz. Bratz ist Bauch rein, Arsch zusammen. Wenn das berücksichtigt wird, nimmst du viel Geschwindigkeit mit und wir können uns dann um die Tauchphase kümmern. Puh, das war verdammt viel Input. Am besten schaust du dir das Video öfter an, schnappst dir dein Fahrrad, fährst ins Freibad und übst. Nochmal, wir suchen die Athleten, die bereit sind, das gewisse etwas mehr zu leisten. Ich hoffe, der heutige Film hat dir gefallen. Drück auf den Like-Button. Wenn du Fragen hast, schreib es in die Kommentare. Ich freue mich auf ein neues Video in der nächsten Woche. Schalt ein. Bis dann. Ciao.